Moin, moin, mein Name ist Heinrich Löwe. Wir spielen Metro Exodus. Einklinken und los geht's. Und ab geht die Post. Jawohl. Liegt hier was? Oh, ganz schön lederig. Und ganz viele Kisten, aber ich komme nicht an die Kisten ran. Da hinten könnte was Interessantes sein. Das sieht so weit abgelegen aus. Das ist doch was für uns ist. Achtung! Sam! Samir! Bitte melden! Anna ist weg! Irgendwelche Ideen? Weiß jemand irgendwas? Nö. Sie wollte sich die Antennen etwa 200 Meter von der Aurora entfernt ansehen. Meinte, sie hätte da etwas gesehen. Alleine? Was zum Teufel? Und was habt ihr alle gemacht? Artyom, geh sofort dahin. Reißt euch zusammen. Leute, hier laufen vielleicht keine NATO-Truppen mehr rum. Das heißt aber nicht, dass ihr euch wie ein Haufen Touristen verhalten könnt. Miller, Ende und aus. Jawohl, dann müssen wir dahin. Da war der Hafen. Oder, warte mal. Kann ich an dem Karte irgendwo sehen, wo was war? Ich glaube, das eine war ja ein Haus. Na, hat er uns nicht irgendwelche Missionen aufgegeben? Finde Anna. Ah, Anna hat wieder Scheiße gebaut. Bei den Christen oben waren, war das der Zug. Und da ist ein X, wo wir hin müssen. Na gut, dann drehen wir uns halt um und gehen zu Fuß weiter. Ah, wir wurden gesichtet von irgendwas. Ah, vielleicht von so einem Vieh vom Wasser her. Ah, die Tür ist offen. Die war vorhin zu. Bestimmt Mutanten. Aber wenn wir eh gerade hier sind. Oh oh. Oh oh. Was ist mit dem Pilz gerade passiert da? Habt ihr das gesehen? Nee, wir machen Taschenlampe. Die Tür ist verschlossen. Oh. Ich glaube, es ist der Moment, wo wir eine Maske aufsetzen sollten. Ich weiß nicht, was das für... Neue Notiz. Verblasste Notiz, Daria. Du hattest recht, sie wachsen willkürlich ungewöhnlich schnell. Ich habe gerade zwei aus dem Wurf von den letzten Jahr wiedererkannt, die mittlerweile ausgewachsen sind. Das ist erstaunlich. Pack das Aufnahmegerät und die Batterien ein. Wir schlagen hier die Zelte auf. Das ist eine perfekte Stelle für Beobachtungen. Übrigens, wo du schon mal dabei bist, gib Michael ein Tollwutimpfung. Er wurde gebissen. Besteht darauf, dass es nicht Ernstes ist, aber um sicher zu gehen, ich konnte ihm zum Glück dazu bringen, dich und die Ausrüstung zu holen. Ich warte hier auf euch. Macht er auch so? Gut. Die müssen wir einsammeln, um unsere Waffen zu reinigen. Oh, zu nah sollte man nicht dran sein.
Ah, wir nehmen auch unsere Energiequelle damit weg, also unsere Lichtquelle. Geht's hoch? Oh, da liegt einer. Geht's hoch. Wenn man die wegnimmt, wird's echt dunkel, ne? Hier ist eine Treppe, geht's hoch. Ach, wir sind wieder hier. Also wir hätten gar nicht hier hingemusst. Ich bin voll die falsche Richtung gelaufen, glaube ich. Aber wir haben ja echt viel liegen lassen, ne? Ey, falsch! Meine Messer wieder. Und wieder habe ich mich verdrückt. Tja. Eine Anomalie? Wer jetzt hier bei Stalker? Oh Gott. Licht aus, Licht aus, Licht aus. Das ist ja wirklich eine Anomalie, wie bei Stalker. Cool. Krasse Scheiße. Mich hier höre. Sind hier überall. Ah, klingt nah. Scheiße, ich komme nicht lang. Was hat das mit dieser Anomalie zu tun? Was brennt da oben? Oh,
Halt deinen Mund da. Oh. Hier kann ich die tauschen? Welche waren besser? Die hat irgendwie einen längeren Lauf, das ist doch eine andere Waffe. Nehme ich jetzt die mit? Ach komm, ich zerstöre die andere da. Ah, wir haben die Teile abgebaut. Ah, noch besser. Dann können wir sie später nochmal einbauen und gucken. Aha, auch interessant. Also eigentlich würde ich gern zur Anomalie wollen. Voller Mutanten. Und da waren wir ja eigentlich. Wir sind komplett in die falsche Richtung gelaufen. Wow! Warum ist die Anomalie jetzt kaputt gegangen? Ey, ich will jetzt wissen, was das ist da von der Ecke. Komm ich da runter? Hm? Indem ich mir die Beine breche. Ah, den muss ich auch aufladen. Ey, ich finde das Spiel geil. Die ganzen Aufladungssachen, die sind so cool. Da guckt er uns gerade an und schwuppdiwupp. Kriegt er was ins Gesicht? Oh, eingelegte Tomaten und so. Wer will, wer hat noch nicht? Ist doch Werkzeug. Gib das her. Nee. Boah, ist ganz schön hell. Oh, mit dem Messer funktioniert echt gut. Machen wir die Maske noch auf? Ups. Da ist nichts. Ist auch nichts. Dann holen wir mal unser Messer zurück. Okay, manchmal brauchen die zwei. Da gibt's irgendwas. Muss ich da hin? War doof gefragt? Nö.
Ach, hier komme ich zu den Banditen wahrscheinlich. Ich hab daneben geworfen! Nochmal! Ach du Scheiße, meine Messer sind weg! Wo ist mein zweites Messerchen? Oh, es ist weg. Das zweite Messerchen ist im Wasser. Ey, die Messer sind so gut. Oh, der ist tot. Oh, und da kann man von da wegrutschen. Oh, diese Schrimps. Geh da runter. Spucken. Ich hab ihn gehört. Das ist ein weg, 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 weg. Ach du Himmel, ey. Und wieder daneben. Scheiße. Wo ist denn wieder mein Messer? Gut, dass die so leuchten. So, jetzt, nachdem wir hier... Ein schwebender Stuhl? Na gut, hier war eine Anomalie. Wer weiß, was die hier bewirkt hat? Keine Ahnung. Gibt's in dem Waggon noch was? Nee. Okay. Dann mal weg hier. Okay, wir lassen uns jetzt nicht mal ablenken. Wir holen uns jetzt Anna. Ah, falsche Waffe. Erstmal die Druckwaffe. So, Power. Komme ich jetzt dahin? Ah, hier lang. Ach, da haben wir das nächste Problem. Mich sehen sie ja noch nicht, ne? Ich wollte Luft... Ich habe vergessen, R zu drücken. Scheiße. Ah, die sind auch irgendwie nicht so laut, die Waffen. Ah, einer hält Wache. Die andere frisst. Ich hänge auch fest. Headshots, sage ich mal. Die sind, glaube ich, aber die kleinen gewesen, ne? Da höre ich eine Stromanomalie. Ich will mein Glück mit dir nicht versuchen. Ich gehe mal weiter. Kann man diese kleinen Dinge auch töten? Nö. Okay, hier ist keine Ahnung. Doch, da hinten ist sie. Die wandert. Boah. So. Eine alte... Ja, was ist das? Schrotflinten sind auf kurze Distanz sehr wirkungsvoll. Gegen Mutanten, ja. Aber ich hätte lieber wieder meinen Scharfschützen, also meine leise
Waffe. Oh, wir können schlafen. Damit wir vielleicht am helllichten Tag weiterkämpfen können. Oh, Bild vom Bärchen. Achso, hier können wir unsere Waffen reinigen, oder? Oh, wir könnten hier... Midi-Packs, ja, das ist eine gute Idee. Midi-Packs brauchen wir. Ja, haben wir jetzt 4 Stück. Roter Laser. Hergestellt aus einem billigen Laserpointer, der stark verändert wurde, um seine Leistung auf Kosten der Zuverlässigkeit zu erhöhen. Aber unsere Genauigkeit ist jetzt wieder runtergegangen. Na egal, was wir haben, das haben wir. So. Oh, hier. Genauigkeit und Schaden wird erhöht. Stabilität und Schussfolge verringert. Na gut. Ja, wir haben noch kaum was übrig, um die Waffen zu reinigen. Das würde ich auch erstmal lassen. So. Noch einen dicken Laserpointer dran. Ach komm, also ein, zwei Stunden schlafen. Das ist nur Anna, die jetzt weg ist. Schlafen wir mal. Machen wir ein Nickerchen hier, ne? Okay. Sonne geht auf. Ja, ich stehe ja auf. Ich stehe ja auf. Oh, das nervt ja richtig. So. Weiß nicht, Schrot. Finde ich immer geil. Aber ich mag eigentlich gerade die beiden Waffen, die wir haben. Die eine lässt sich die Munition einfach easy peasy herstellen. Dafür, und die andere ist einfach zum Rotzen da. Weiß nicht, ich bin mit der zufrieden. So, Anna, wo bist du? Oh, wir sind eigentlich im Anna-Gebiet. Na, es kann sein, dass der Feind uns jetzt auch besser sieht. Der Kompass ist das Rote, ne? Genau. Ah. Was ist das denn? Oh. So viel dazu, was ist das? Hm, ich verstehe. Ihr müsst eigentlich tot sein. Ich hab dich rufen gehört. Oh, oh. Oh, ein Tor. Ich hab dich gehört. Und konnte dich nicht verlassen. Blaue Pilze. Erstmal sammeln wir die hier ein. Auch Wissenschaft. So, wir haben irgendeine Info gekriegt. Und ich zündle hier mal die Spinnen weg. Ich hasse Spinnen. So. Ah! So, warte mal. Ich hab doch hier eine Nachricht. Tabulator, nee. Nee, da doch, da richtig hier. Sammelobjekte, Tagebuch, Tagebuch, Tagebuch. So. Um sehe ich nie verlassene Notiz. Habe ich die schon gelesen? Memo, offizieller Brief. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gelesen habe und was nicht. Ist ja doof, wenn das nicht markiert ist. Na gut, dann lasse ich es. So. Tipps. Oh, mal Tipps. Tipps, 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 Tipps. Spartaneranzug. Bei der Erkundung des Ödlands kannst du die Verbesserung deiner Ausrüstung finden. Benutze dir eine Werkbank. Ist schon klar, klar, klar. Reinigung haben wir auch begriffen. Hier waren wir bestimmt Medipack mal drin oder so. Freundlich aus hier. Na?
Diese Pilze kann man nicht einsammeln. Oh oh. Filter wechseln mal. Welche Taste? Ich glaube T, ne? Ich weiß gar nicht, ob wir noch genug dabei haben. Ah, diese Kackspinnen. Warte mal, ich habe ein Universalwerkzeug. Oh, funktioniert sogar, cool. Oh, neue Teile. Da ist ja alles besser. Ich baue das mal aus. Oh, wir brauchen Tee im Filter. Ich hoffe, wir finden nochmal einen, weil ich habe, glaube ich, keine gebastelt. Tabulator, neue Notiz. Ah, er öffnet automatisch die nächste Notiz. Durchnässte Notiz. Was haben die sich nur dabei gedacht? Die ganze Scheiße hierher zu bringen. Das muss doch ordnungsgemäß entsorgt werden. Das sind verdammte Gauner. Dort bei der Entsorgung. Sie teilen sich die Einnahmen mit den Generälen, während wir unsere Hintern auf jahrzehntealtem Schrott parken müssen. Ich frage mich, ob es schlimmer oder besser wird, wenn der Mist zerfällt. Und was wäre besser für uns? Die Fässer sehen jedenfalls so aus, als ob sie jeden Moment auslaufen. Ich werde einen zusätzlichen Anzug anfordern müssen. Ja, der hilft hier auch nicht mehr. Der Anzug, wie ich sehe. Ist der Anzug vielleicht noch da? Kisten kriegen wir auch nicht auf, ne? Ah, die Waffe war gut. So. Was ist denn da? Ein Stück Kaninchen. Funktioniert das noch? Hier ist ganz schön eine Beule drin. Ich habe das Gefühl, hier kommt noch irgendwas, was uns echt nerven wird. Oh, der lebt noch. Oder? Komm mal durch. Mh, lecker Pilz. Nicht mal mit. Ah. Licht aus. Ich muss mir ein Messer machen. Mein Pilz. Mein Pilz. Oh, Anna, hör auf zu husten. Das hört jeder hier. Mein Pilz. Hallo! Headshot. So. Erstmal mein Pilz. War schon gar nicht wohl lang hier. Haben denn hergekrochen? Oh, die haben den armen Hund getötet. Oh, der Filter schon wieder. Das gibt's doch nicht. Oh, wollen wir da runter? Nö, ne? Da gehen wir nicht lang, ne. In die Brühe steige ich nicht ein. Ja, ich kann mir vorstellen, dass wir da lang müssen, aber... Oh. Ei. Alter! Oh nein, das war falsch. Ach, fuck you. Ich habe auf C geklickt. Verdammte Scheiße. Ja, letzter Checkpoint war vor 3 Minuten. Ah. Diese V- und C-Tasten, ne? Die sind echt so nah beieinander.
Tipps, nutze Wurfmesser, wann immer du kannst. Sie töten leise und können wieder eingesammelt werden. Ja, denkst du, was ich ver... Ich wollte ja werfen und später wollte ich schlagen. Weiß ich gar nicht mehr, wo ich war. Okay, hier waren wir. Mogeln wir uns hier nochmal durch. Alter! Ich treff den nicht! Ups, das mal lieber aus. Lauf nach! In den Hintern geschossen. Wo ist mein Messer? Ey, wo ist mein Messer? Da. Ich weiß nicht, Messer werfen ist doch nicht so einfach. Die bewegen sich irgendwie so komisch. Scheiß Spinnen. Wo kommst du denn her? Waffe wechseln! Oh, jetzt wissen sie, dass ich da bin. Oder auch nicht. Aber ich brauche unbedingt Munition für die Pistole. Scheiße, kommt schon der nächste. Bleib's liegen. Ah, es war fast Bilder zu viel. So. Ich muss gleich so viel Sachen bauen, das glaubt er ja gar nicht. Cool, Schalter aufgeladen. Ah, wir brauchen die wahrscheinlich, ne? Ah, hier liegt ja auch einer. Hi. Also, was lernen wir draus? Mehr Messer mitnehmen. Messer sind unsere Freunde. Komm ich jetzt zu Anna? Ah, die letzten drei Schuss. Ich
durch! Wir kommen! Ja, sieh zu! Anna, was ist denn los, Anna? Oh Gott, verdammt! Wir müssen den anderen sagen, dass wir sie gefunden haben, Sam. Leute! Bitte belastet ihn nicht damit. Genau. Gut, dass Artyom mich gefunden hat. Komm her, Schätzchen. Oh, was ist das hier? Siehst du die Fässer? Das sind irgendwelche Chemikalien. Das ist entweder ein Lager oder eine Deponie. Und diese Schalt könnte von den Einheimischen dort aufgehängt worden sein, um die Stelle zu markieren. Na, in Ordnung. Also, Artyom, tragen wir sie jetzt? Auf gar keinen Fall. Ich kann selbst gehen. Mhm. Ich muss mich nur etwas ausruhen, dann geht es los. Der Alte wird jetzt vermutlich völlig am Rad drehen, wenn er hört, dass seine Waffe Tochter verletzt ist oder so. Die glühende Waffe. Papa, ich bin's. Die Batterie von meinem Funkgerät war leer. Es war nass geworden. Abgesehen davon geht's mir gut. Artyom und die Jungs sind hier. Anna, eines Tages werde ich wegen dir noch einen Herzinfarkt bekommen. Sobald du zurück bist, hast du Ausverrennt, junge Dame. Sam, bist du das? Danke, dass du bei der Suche nach Anna geholfen hast. Gnadenlos nach Hause zu schleifen. Es wird Zeit, dass ich mal ein Wörtchen mit der Göre rede. Stepan hat auch ein Anpfiff verdient. Er versucht, Zivilisten an Bord zu holen. Wir sind alle durchgedreht. Ich glaube, wir brauchen mehr Waggons. Geh zurück und hilf Stepan, meinen Vater zu überzeugen. Wegen Katja und Nastja, ob sie mit uns reisen dürfen. Ja. Artyom, es geht mir schon besser. Hm. Wirklich. So. Also Sam, erzähl doch mal, wie die echten Feindbasen sind, damit wir sie erkennen, wenn wir sie sehen. So, gehen wir nochmal hier hin. Filter, wie viel Filter? Achso, das sind die Minuten an Filter, die wir haben. Okay, vielleicht doch mal einen herstellen. Weil Filter kosten extrem viel, Ressourcen. Hier, für ihn haben wir noch ganz viel, ne? Stabilität, Genauigkeit geht da wieder weg. Ich montiere das, sieht besser aus. Und das Magazin auf jeden Fall. Geht auch Stabilität weg, egal. Zack, großes Magazin. Macht einfach mehr Spaß, wenn man mehr schießen kann. So. Medipack kostet auch schon 20. So. Wir müssen uns auch wieder auf die Suche begeben. Und wir müssen nach Stefan. Und ich brauche eh Medipack eigentlich. Puste machen. Ah, nehmen wir mal ein Medipack. Zack. Wo geht's nach Stefan? Also eigentlich wieder zurück zum Zug. Achso. Ah, da ist auch der Zug. Oh! Oh, ich geh zurück. Jungs, hilft mir! Autsch! Autsch! Und tot. Okay. Ja, so viel dazu. Da hätten wir mal vorbeischleichen sollen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Like oder einen Kommentar, würde mich sehr freuen. Ansonsten geht's nächstes Mal weiter. Haut rein, ciao!